Hallo Zielgruppe, willkommen zu einem weiteren neuen Video im YouTube-Kanal eures Vertrauens. Wir haben uns jetzt länger nicht gehört, deswegen ein gutes neues Jahr wünsche ich. Und ich zeige euch heute das Spiel Catherine. Das ist ein ziemlich gestörtes, wenn ich das mal so sagen darf, ein ziemlich gestörtes Erotik-Grusel-Anime-Puzzle-Adventure, das jetzt ganz überraschend auch für den PC erschienen ist, nach mittlerweile rund 8 Jahren. Um was es geht, die Vorgeschichte, da habe ich jemanden an der Hand, der kann das viel besser erklären als ich, und zwar die gute Trish, bitteschön. Have you heard about this scary rumor? They say, if you fall in a dream and don't wake up before you land, you die. In real life. Tonight's story is Catherine, an unconventional romantic horror. Our hero in this story is Vincent Brooks, age 32. He's an earnest and kind man. But one day, we begin to see him have terrifying nightmares. On top of that, a torrent of sweet seduction swoops down upon him. His outcome? Depends on you, viewers. Albträume, ganz genau, die spielt man in Catherine. Und da seht ihr gerade, da geht es darum, eine Wand hochzuklettern. Unten brechen die Steine weg. Es ist also Zeitdruck. Und im Grunde geht es darum, die Steine, also diese Blöcke, zu ziehen oder zu schieben, sodass man dann sich Treppen baut und nach oben kommt. Ein Knackpunkt ist, dass es unterschiedliche Blöcke gibt. Zum Beispiel die dunkelbraunen hier, die sind zu schwer, um sie zu bewegen. Aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich konnte jetzt die braunen Blöcke wieder zu grauen Blöcken machen, zu beweglichen Blöcken. Und zwar habe ich ein Power-Up eingesammelt vorher. Irgendwie so ein Umwandlungsdingenskirchen. Keine Ahnung, wie es heißt. Es gibt dann zum Beispiel auch Steine, die zerbröseln, wenn man zu lange draufsteht. Und dann ist natürlich erhebliche Absturzgefahr. Ja, und ich weiß nicht, wenn man jetzt hier so zuschaut, dann sieht das vielleicht relativ leicht aus. Ich fand es ziemlich herausfordernd. Ich bin aber auch ein Puzzleversager, muss man sagen. Und habt ihr es gesehen, da hat diese Monsterhexe gerade wieder Steine verwandelt. Die miese kleine, die miese große Kröte. Da brauche ich jetzt wieder das Power-Up, damit ich an einer kniffligen Stelle auch wieder weiterkomme. Okay, wo ich vorhin noch unterbrochen worden bin quasi, das Spiel war für mich schon sehr herausfordernd. Ich bin aber, wie gesagt, kein Adventure-Freak und zum Glück konnte ich das Ganze auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielen, weil auf normal habe ich kein Land gesehen. Ich bin einfach zu doof für sowas, ja, das muss man dazu sagen. Aber wenn ich das auf leicht schaffe, dann schafft das jeder. Einen der ersten Tests habe ich mir angeschaut, zur PC-Version wohlgemerkt, und zwar bei 4 Players. Die geben 86 von 100 Punkten und ja, bei 15,99 € im GamesPlanet Shop, glaube ich, kann man da nicht meckern. Vor allem auch, weil man eine umfangreiche Story bekommt, aufwendig gemacht wie ein Anime und ja, sehr erwachsen das Ganze. Das Spiel ist ja ab 16, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Das Ganze ist teilweise sehr, sehr, sehr bekloppt, im positiven Sinn wohlgemerkt. Hier zum Beispiel mit dem Beichtstuhl, da muss man Psychotestfragen beantworten. Entsprechend entwickelt sich der Charakter weiter und die Story ändert sich. Und ja, was soll ich sagen, der Typ hat dauernd ein Kissen unterm Arm, weil er im Traum unterwegs ist. Er hat Schafshörner, überall rennen Schafe rum, die dann auch irgendwie die Wände hochklettern. Ich möchte bitte auch etwas von dem Zeug, was die Entwickler da vorher genommen haben. Question 1. Is marriage the point where life begins or ends? Pull the rope with the answer that best matches your true feelings. Which one? Oh, so that's your choice. That's surprising. Since you seek survival, I will take you to the next trial. Und natürlich, der Beichtstuhl ist eine umgebaute Rakete. Alles andere hätte mich auch enttäuscht, muss ich sagen. Damn it, what is going on? Who are you? A sheep? Do I look like a sheep? You're the sheep. Everybody here is a sheep but me. Tja, und das ist quasi die Konkurrenz. Die anderen Schafe, die anderen Männer. Es geht darum, dass Männer ihre Frau betrogen haben, deswegen Albträume bekommen und ja, dabei sterben können. Was da genau dahinter steckt, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe die erste Stunde gespielt, um euch das zu zeigen. Es erinnert mich aber auch ein bisschen an Inception, ne? An den Film. In der Szene sieht ihr jetzt so einen kleinen Wettkampf, ja, zwischen mir und zwei anderen Schafen. Das Ganze ist ganz lustig gemacht. Man muss sie dann auch rumschubsen, ein bisschen verkloppen. Da freut sich die Peter, weil eben nur immer ein Schaf bzw. ein Mann auf einem Block stehen kann. Man stirbt auch viele Tode. Seht ihr gleich noch eine Variante. Dann im Anschluss eine lustige Szene mit einem dahingerafften Schaf, abstürzenderweise. Ich habe sehr gelacht. Right, I got it. I made it! Here I go! Yeah!
Was ich an Spielen immer wichtig finde, sind Details, also lustige Ideen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine in Catherine. Da kann man dann an einem Spielautomaten zocken. Im Prinzip das gleiche Spiel, nur in 8-Bit. Ich hoffe mal, meine Botschaft ist angekommen. Also 15,99 Catherine, eine Mischung aus Adventure, Geschicklichkeitsspiel, Mystery Thriller. Das Ganze sehr erwachsen mit Erotik-Elementen. Es geht ums Fremdgehen, ernste Themen, alles lustig und irre verpackt. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. All right, I got it. Edge. All right, I got it. Edge.